Wir haben tatsächlich die Anfrage bekommen vom St. Josephs Klinikum, Komponenten zu drucken, die in erster Linie für Gesichtsschutzmasken eingesetzt werden. Da gibt es von der Firma Prusa, die ja im Bereich Hilfsartikel aktiv ist, einen Datensatz, den man 3D drucken kann. Das sind Halterahmen für Masken. Die Maske bekommt dann noch eine Scheibe aus Vollkunststoff, die wird mit einem Lasercutter gecuttet und dann werden die Masken zusammengesetzt. Und da wird jetzt über verschiedene Institute der Universität Freiburg verteilt doch eine relativ substanzielle Anzahl an Maskenkomponenten gedruckt. Darüber hinaus haben wir vom Uniklinikum selber Anfragen bekommen, uns bereit zu halten, in den nächsten Wochen die einen oder anderen Hilfskomponenten wie Verschlüsse, Haltevorrichtungen und Ähnliches herzustellen, die eventuell im Laufe der Krise knapp werden könnten. Es geht relativ langsam. Der große Vorteil von 3D-Druck ist nicht die Geschwindigkeit, sondern die unglaubliche Flexibilität. Sie müssen sich vorstellen, nicht nur in einem Klinikum, sondern eigentlich in jeder kritischen Infrastruktur werden verschiedenste Komponenten gebraucht, die von unterschiedlichen Anbietern am Markt geliefert werden. Jetzt kann man sich durchaus vorstellen, dass die eine oder andere dieser Komponenten in den nächsten Wochen knapp werden wird. Und da ist es natürlich schon sehr praktisch, wenn man einen 3D-Drucker in der Nähe hat, um diese Komponenten einfach herzustellen. Die sind dann vielleicht qualitativ nicht ganz so aufwendig, die sind vielleicht nicht ganz so präzise, aber die sind auf alle Fälle besser als gar nichts zu haben. Das heißt, die Flexibilität, um Löcher in der Versorgungskette sicherzustellen, das ist der große Vorteil dieser Technologie. Wir brauchen vor allen Dingen gute Datensätze, um das zu machen. Wir brauchen entweder Datensätze, die die Hersteller zum Teil selber anbieten. Die Firma Prusa, wie gesagt, zum Beispiel Komponenten für die Gesichtsschutzmasken. Aber man kann sich auch vorstellen, dass andere Laborhersteller im Laufe des Fortschreitens dieser Krise Datensätze zur Verfügung stellen, um zu sagen, wenn euch die Komponente so und so ausgeht, könnt ihr die selber herstellen unter Verwendung dieses Datensatzes. Ansonsten hat man das Problem, dass man Komponenten ersetzen muss, zu denen man keine digitalen Daten hat. Und dann muss man erst ein 3D-Modell generieren. Das heißt, die Schwachstelle in dieser Kette könnten irgendwann die Verfügbarkeit dieser Daten sein. Zum jetzigen Zeitpunkt definitiv. Der Markt hat in den letzten Jahren eine sehr große Diversifizierung erlebt. Wir haben sehr viele Anbieter, nicht nur aus Asien, sondern auch aus Kerneuropa und aus Nordamerika, die Komponenten und Materialien für den 3D-Druck zur Verfügung stellen. Das geht bis hin zu großen Firmen wie der BASF, die im Portfolio mittlerweile etliche Materialien haben. Das heißt, wir sind ziemlich zuversichtlich, dass die Materialien nicht ausgehen werden. Ersatzteile für die Drucker hängt immer davon ab, welche Systeme das sind und ob das eher Klein- und Einzelbauteile sind. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir haben jetzt auch etliche Drucker, die uns kaputt gegangen sind, einfach selber repariert. Die 3D-Drucker sind allgemeine Hilfe, wenn man zu Hause relativ viele Kleinteile ersetzen muss. Wir selber haben zu Hause zum Beispiel keinen 3D-Drucker, weil die Anzahl an Kleinteilen, die so kaputt geht, nicht allzu hoch ist. Wir sehen jetzt in absehbarer Zeit auch nicht, dass durch die Corona-Krise Komponenten knapp werden würden, die man unbedingt zu Hause herstellen müsste. Wir in Freiburg haben, wie gesagt, über die F3D-Allianz auch die Möglichkeit, sehr viele Teile herzustellen, auch für Mitarbeiter der Universität, so das notwendig sein sollte. Und die Verfügbarkeit der Technologie im Markt ist aktuell nicht schlecht. Sie müssen bedenken, dass viele der Komponenten auch im Auftrag hergestellt werden könnten. Das heißt, wenn Ihnen eine Komponente ausgeht, können Sie das im Zweifel auch bei einem Dienstleister herstellen lassen, der Ihnen das direkt nach Hause schickt. Es ist oft einfacher, wenn man eine solche Dienstleistung in der Nähe hat, weil man braucht einen gewissen Sachverstand, um vor allen Dingen präzise Komponenten im 3D-Druck gut herzustellen, sodass sie den Ansprüchen wirklich genügen.